Hier an der Stelle bin ich schon mal durchgefahren. Aber das kriege ich hin. Wirklich jetzt? Zum Glück nicht gekippt, aber ein Baumstamm hinweg. Ja, super. Entgegengefahren, 5 Motorschaden, ne? Läuft. Solange er mir da nicht absauft oder Sprit verliere, ist alles gut. Aber genau der letzte Punkt, ne? Die mittleren Rohre, so weit weg. Ja, natürlich. Warum auch? Warum soll es einfach sein? Ja, richtig. Ah, schön, wenn man so Abkürzungen ins Tal runternimmt, ne? Jetzt ist die Frage. Ja, da brauche ich ja gar nicht da rein. Also wenn der LKW gleich im Weg steht oder du wieder da bist, sag Bescheid, dann löse ich ihn auf. Ich habe ihn jetzt nur unten stehen lassen, falls nochmal einer kippt und nochmal was von der Brücke runter muss. Das wird sonst ein bisschen eng. Ja, klar. Ja, ist schon los in Ordnung. Kann ich nicht bergen, fragt es umgekommen, komm ich nicht ran. Ja, ist in Ordnung. Dann ist das so. Kannst bei den anderen vielleicht noch probieren, aber die hier liegt auf dem Kopf, dann komme ich nicht ran. Aber jetzt weißt du, was ich eben gemeint habe, Sascha, mit dem großen Container, wa? Ja. Ich überlege gerade, wie man hier bei dem Haus reinkommt. Wie haben sie sich das denn gedacht? Ein Offroad-Weg, denke ich mal, oder? Ja, nee, hier ist einfach so eine vergammelte Bretterhütte. Dann hat er auch noch so ein verschneites Autowrack im Wald liegen. Aber du kommst auf das Grundstück so schlecht drauf. Mal gucken, ob ich den Zaun platt fahren kann. Ja, nein, nicht umkippen. Oh, nicht umkippen. Und du bist umgekippt. Ja, egal, ich liege aber im Upgrade. Ist das geil oder ist das geil? Das ist geil. So, der Erhöht. Motor. Ja, das müsste Federung sein. Ja. Der Motor läuft auch noch. Ich meine, bist du nicht ganz gekippt. Nee, ich meine, ist auch kein Problem. Ich habe ja die autarke Wind. Jetzt ziehe ich mich an den Baum einfach wieder gerade und jetzt stehe auch schon wieder. Die Sache ist nur die, wo muss ich noch hin? Aber weißt du was? Die zweite Anfahrt ist viel einfacher von der Werkstatt zu machen. Wenn ich das mal so sagen darf, das ist nämlich der Weg, der hier direkt rausführt. Tack, tack. Aber jetzt stand der Geländewagen noch einmal kurz vor dem Upgrade. Das hat sich so förmlich aufgedrängelt. Stahlträger brauchen wir noch. Nein, mit der großen Rohre, die fahre ich gerade. Die hat Patrick gerade drauf. Achso, weil in der Liste bei mir steht noch zwei Stahlträger zweimal. Ist aber eine andere Quest. Bau der Talpipeline müsste die Quest heißen. Die Pipeline-Reparatur steht bei dir. Nee, dann hast du eine andere Quest. Das ist noch eine andere. Nee, Bau der Talpipeline. Doch, ist Bau der Talpipeline steht oben rechts, Entschuldigung. Rohre, ja. Wo kriegt man die denn her? Oder holst du die schon? Die hab ich schon. Gut, holt Patrick gerade, hat er gesagt. Die brauche ich nicht mehr holen, gut. Ne, der ist ja gleich da. Was wollen wir danach machen, damit ich schon mal dahin fahren kann? Ja. Weiß gar nicht, sie zuckeln noch das versteckte Bauteil? Oder ist es weg hier auf der Karte? Muss ja nachgucken, ne?
Wo soll das denn ungefähr gewesen sein? Nee, das kann ich dir genau sagen, wo das ist. Wenn du... Du siehst ja, wo ich stehe. War das auf der Karte? Nee, das war auf der Karte davor, ne? Hm, weiß ich nicht. Doch, das war auf der Karte davor, dieser Bachlauf. Nee, das ist auf der... Bergfluss. Das ist auf Bergfluss sind die beide. Hier sind sie gar nicht. Stimmt ja, wir sind ja jetzt auf der anderen Karte. Nee, da ist einmal unten am Strand... Also da fährst du zu dem Lager runter und das andere ist direkt in so einem Wasserlauf. Da kann man reinfahren in die Wassermündung. Wo, in dieser Karte? Nein, auf der anderen, sagte ich ja gerade. Auf der davor. Bergfluss. Da sind zwei versteckte Upgrades. Da komme ich aber so, glaube ich, jetzt nicht hin, ne? Ja, fahren hoch. Du kannst auf Bergfluss wieder fahren, also. Der Bergfluss hat ja keine Werkstatt, aber da kannst du rüberfahren. Rüberfahren kannst du da. Es hat nur keine Werkstatt, genau. Das ist beim Wartungscenter hinten. Also hinter einem Lager da. Muss ich jetzt erstmal gucken. In der Nähe von Hafen. Nee. Ja? Jetzt bin ich durcheinander, muss ich gleich nachgucken. Nein, unten, wo du den Bohrplattform geholt hast und das andere ist im Fluss unten runter. Kann ich zuckeln, aber ich habe die Karte ja virtuell, kann ich ihm dann zeigen. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wo Bergfluss ist, wo ich da rüber komme. Ich hab schon. Es macht ja, ist ja echt gut, wenn man Schneeketten drauf hat, aber wenn dann eine große Schlammpfütze kommt, ne? Ja, ja. Hast du mir Lastengang umschalten? Nee. Ich hab's mit den zwei Antriebsachsen auch so da raus geschafft. Durch den Tunnel. Ja. Aber wie komme ich zum Tunnel? Die Strecke ist ruhig. Über die Straße. Ach. Ich wollte schon einen Helikopter rufen. Hilft dir auch. 117? 117. Mach den. Mach den Schrapp, Schrapp, Schrapp. Ich sag nur Pum, 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 Kartoffelsalat. Ja. Hatte einer letztens auch Rock'n'Roll und. Ah, da fehlt der Kartoffelsalat dann. Liter, das sollte wohl noch reichen, glaube ich. Ach, du hast den Kran doch schon entfernt? Nein, der Kran steht da noch. Der ja, steht neben deinem Hänger. Ich kann den da aber wegnehmen, wenn er da im Weg ist jetzt. Warten, warten, krieg ich schon irgendwie hin. Muss ja dann danach eh ich da war weg. Ja langsam, also passt schon. Ja, ich habe ihn so gestellt, dass er sich zur Seite schieben müsste. So, ich schieb den, ja deiner lässt schiebt sich nicht, aber ich schieb den Hänger. Pipeline ist betriebsbereit. Flusstieftauchen. Aufgabe angenommen. Wachturm geöffnet. Guck mal an. Aber es gibt keine weiteren Teile. Hat sich jetzt mein LKW festgesetzt? Och nö! Sag dich jetzt, das ist der Ernst! Meiner hat sich... Alter, ich habe nur die Ladefläche ein bisschen geschoben mit meinem Heck und ja? Anscheinend hat er sich jetzt gesagt, nö, ich steck da jetzt fest. Ich sehe es gerade. Schenk's an dem Pfosten fest. Ja, der Hänger hängt da fest. Der Hänger ist aber bei mir gar nicht angekoppelt. Erstmal nach rechts einschlagen, komm.
Und dann jetzt in einer anderen Richtung und rückwärts. Wenn er es macht. Der hat sich nämlich, bei mir ist das Heckding, sich da genau am Reifen festgesetzt. Das sollte nicht passieren, dass der Hänger sich jetzt so hoch setzt und dir sagt, er jetzt nicht wirkt. Ich mach nichts. Was passiert denn jetzt? Ich habe versucht, den Hänger dir rauszuziehen hinten. Ach so, das sehe ich nicht mal. Ich sehe nur, dass ich gezogen werde. In der Hoffnung, dass er sich jetzt halt eben... Immer das anders. Geht ja nicht anders. Der hat sich komplett verbuggt. Also, ne, ich war irgendwie mit den Hänger 1 geworden. Moment, Telefon. Was haben wir hier noch? Im Wasser. Ersatzteil für Bohrung, die kriegen wir da weg. Lieferung für die Fabrik. Mal. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist ein Pedro Pay. Ah, okay. Ja, aber Pedro Bay Quest haben wir, da kommen wir doch noch gar nicht rüber. So, Bergfluss. Was soll ich jetzt noch bei Bergfluss? Was war das? Ich gucke gerade. Bergfluss, Bergfluss. Sascha ist ja gerade nicht da, aber ich weiß gar nicht, wo das hier war. Also, wenn das Sascha meint, das eine da, das ist aber nicht im Bergfluss, glaube ich, das war. Nordhafen. Also eins ist im Nordhafen. Und ja, ich bin jetzt nach Berg, weil er das sagte. Ja. Sascha ist sogar in der Nähe vom Nordhafen. Ja. Oder da verarscht mich da gerade. Ja, okay, die Karte verarscht mich gerade. Ja, muss Sascha dir gleich zeigen. Ich kann das nicht. Wenn Sascha gleich von Blackbird vom Wasser auf Land, das wäre super. Zum Wartungscenter, das ist ganz einfach. Ich fahre ja hier raus und dann links. Okay. Sarah gar nicht zugetraut. So.
Kannst du von Brad Pitt das irgendwas mit Land bla 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 machen? Moment. GP Enterprise habe ich, Morrison Mining und Blackbird. Nein. Bird vom Wasser auf Land. Ja, okay, weil du gerade Black Pit oder sowas gesagt hattest. Ja, irgendwie so war das. Vom Wasser auf Land. Genau. Habe ich alle vier schon dann. Ersatzteile für die Bohrung. Genau. Habe ich drin. Wenn du dann schon mal für die nächste Aufgabe, die ist halt da drunter, auch holen willst, dann ne, brauchst du auch noch mal hier Bohrung. Aber ich weiß nur nicht, wie viele. Das war dann mehr Teile, ne? Da brauchst du auch vier Stück. Ein Hänger ist unterwegs hier hin. Ach so, ja gut. Ich hatte jetzt die Abschleppladefläche drauf. Ja. Um den Scout da hinten aus dem Wasser zu holen. Da brauchst du auch. Ja, dann mach das erst. Dann mach das erst. Mal gucken, wie lange wir sowieso noch machen, ne? Naja, das ist ja immer so eine Sache. Versuche ich da lang. Sollte ja klappen. Na gut, wir haben jetzt gleich 8 Uhr, ne? Morgen hast du noch frei, ne? Außer als Arzt, ne? Naja, ich muss zum Blut abnehmen, genau. Bin ich mal gespannt, ob dann der Morgen dein letzter ist oder ob du dann wieder los hast. Nein, nein, Donnerstag darf ich wieder los. Ja, okay. Okay. Also, Sie haben ja gesagt, dass Sie haben jetzt in Duisburg wohl die Klausurtagung im November vor, aber Sie buchen uns kein Hotel. Wir müssen uns alle eigene Hotels suchen. Und dann ist ja der Sinn so einer Klausurtagung, dass man auch abends nochmal was bespricht und sich ausspricht und das heben die komplett auf damit. Das haben Sie gut hingekriegt. Na toll. Da brauchen wir auch keine Klausur, da ist das gleiche wie mit den Personalratssitzungen, weißt du, 3 Tage, aber jeder in einem eigenen Hotel, damit du dich ja nicht abends noch treffen kannst, aussprechen kannst oder was machen kannst. Jeder so für sich, so kann man Personalratarbeit auch behindern. Das wird ja mit Absicht gemacht anscheinend. Natürlich, das machen die, das hat System, das machen sie schon längere Zeit, damit du ja nichts klären kannst. Dadurch dauern gewisse Prozesse aber länger, weil du sonst auch sehr lang abends noch gemacht hast. Und jetzt, wenn Feierabend, dann gehen alle ihrer Wege. Gut, ein paar treffen sich noch so irgendwie privat, aber das meiste ist dann weg. Viele fahren auch nach Hause. Ja. Und vorher waren wir ja zentral die 2-3 Tage untergebracht und dann ist ja auch viel abends noch bei Gesprächen gelaufen, ne? Bilateral so und. Das erschwert die Arbeit natürlich in vielen Sachen. Du musst dich jetzt viel öfter treffen. Ja. Oder die Sitzungen dauern länger. So. Nein, ja, nein. Bitte. Und jetzt gerade bei, sag mal, gerade bei einer Klausurtagung, wo du ja Aussprachen suchst und versuchst auch so festgefahrene Sachen loszueisen, da ist es ja gerade wichtig, dass du auch so privat vielleicht noch abends was machst und dich dann richtig aussprichst, ne? Wollen das, sie ja nicht, weil, ne? Nein. Du sollst ja keine eigene Meinung haben. Nee, du sollst nach Möglichkeit sollst ja keine gemeinsame Arbeitsbasis finden. Ja, schön genug. Ja, da warst du aber nah dran. Ja, war ja nicht weit weg, war ja auf der Karte hier. Und jetzt brauchst du den nächsten Auftrag. Genau, das wäre wär dann der nächste dann. Oder das wäre dann von Blackbird der. Ich weiß nicht, wie. In der Pipeline ist ein Pedro. Genau, Pedro Bay wäre das. 2 Stahlträger. Mehr Teile, oder? Nee. Pipeline-Reparatur. Die geht nicht, die ist gesperrt. Da muss erst mehr Teile davor. Pipeline-Reparatur ist gesperrt. Entdecke Pedro Bay steht da drauf. Als Zugangsvoraussetzung. Und Pedro Bay haben wir noch nicht entdeckt. Ja, aber Pedro Bay ist ja ganz einfach. Die Karte ist frei. Das heißt, wir können ja rüber. Das heißt, ich kann schon mal die Stahlträger hinten drauf machen. Ne, weil, wenn du guckst auf der anderen Karte, ne, da müssen wir, glaube ich, nach
Bergfluss ja zurück, wenn ich mich recht erinnere. Und vom Wind Valley brauche ich nur die Straße folgen, zum Richtung Nordhafen, wenn ich mich recht erinnere. Und Pedrober ist ja oben links dann. Gute Frage, nächste Frage. Die Frage ist jetzt auch bei mehr Teile, das geht ja nach Bergfluss. Die Frage ist ja dann, wo genau? Zum Lagerhaus. Okay, das wäre dann da. Wäre aber trotzdem machbar. Ja gut, die Aufgabe wird trotzdem gesperrt bleiben, weil da steht erst drauf, entdecke Pedro Bay, ne? Ja gut. Ich weiß ja, wo das Portal zu Pedro Bay ist. Ich kann natürlich den Weg jetzt machen, dass ich die Bogen habe. Die muss ja dann, wenn ich das richtig sehe, trotzdem überhaupt die anderen Mappen. Ja, zeigt sich an, es ist gesperrt. Nein, 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 die Bohrung, nicht das ja. Pedro Bay jetzt. Das kann ich annehmen. Okay. Moment. Bohrung, also meinst du jetzt mehr Teile oder welches meintest du jetzt? Genau. Wenn das jetzt gerade aktuell nur geht, müssen wir wohl die Quest machen. Jetzt fahre ich dann dahin, lade das auf und wenn du willst, können wir zusammen dann rüberfahren. Ja. Außer du hast hier noch was zu erledigen. Dann könntest du nämlich in der Zeit gucken, ob beim Portal von Pedro Pell das vielleicht, ne, das entdecken, dass wir das machen können. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich reicht es einmal rüber zu fahren. Aber wie gesagt, ich bin auf dem Weg zu diesem Retten. Ja, okay, okay. Ja, ich brauche ja sowieso bis zum Aufladen brauche ich. Musst du hinten nämlich auf diese komische vorgelagerte Insel. Okay. Da musst du den da runterziehen. Also es ist ein Jeep, der darüber muss. Okay. Na, ah, da, alles klar. Suchen und rennen, ne? Ja, genau. Ich habe deswegen den Tatra genommen, der hat noch die Ladefläche, wo man einen auf die Rampe ziehen kann. Und ein Jeep müsste ja drauf gehen. Ja, definitiv. Und oh, hat sich aber nicht gut beim Abhusten. Ach, das geht. War schon schlimmer. Mit der Vollbeladung bin ich hier durch das Matschloch schneller durchgekommen, als wenn ich entlang bin. Das ist der Fehler. Naja, jetzt muss ich hier nämlich gucken, wie ich hier an diesem ähnlichen Lager vorbeikomme. Und da unten ist dann diese schmale Landzunge, wo man rüber muss. Im Lager ist links ein Weg, wo der Land vorbeiführt. Ja, habe ich gerade gesehen. Und dann muss man irgendwie über die Landzunge rüber. Genau, hier vorne muss dann irgendwo links gleich. Weiter, weiter. Naja, hier geht es jetzt gleich runter. Ja, noch weiter. Und gleich da, wo die Kurve kommt, da solltest, hättest du noch drunter fahren sollen. Ah, stimmt, dahin. Ich sehe schon gar nicht, hier querfällt ein, der Weg genau, geht weiter rum. Genau, dann kannst du etwas weiter links fahren und dann kannst du nämlich eine große Kurve links fahren. Das ist dann einfacher. Ja, ich sehe schon, hier geht's sauber runter, ja. Konnte ich mich noch daran erinnern, war ich bei mir nämlich, ja, wie heißt es, das nämlich schon gefahren hatte, und bei dir, ne, mit den Geländewagen runter. Ja. Dann wollen wir mal gucken, ist ja nur Wasser hier. Da am besten rüberkommt. Könnte mir jetzt nur meine Schneeketten zum Verhängnis werden. Na, wirst du sehen. Der Tatra kommt ja eigentlich relativ gut durch. Also bis jetzt, das ist ein relativ guter Weg sogar, um hier runterzufahren. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich den da drauf? Okay, das ist schon mal der einfache Teil gewesen.
jetzt müsste ich den Tatra drehen hier irgendwie. Wieso bist du Questenix? Jetzt ist er drin. Ja, das ist, wie gesagt, das ist so ein kleiner Geländewagen hier. Den hätte ich auch, den hätte ich auch mit meinem Jeep ziehen können, ganz ehrlich. So. Wollen wir mal gucken, ob es diesmal mit der Rampe klappt. Genau, jetzt wird es natürlich stockdunkel. Ja, immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Und jetzt, wo ich natürlich gleich nichts mehr sehe. So, jetzt zeige ich mir mal bedienen. Wenn ich gleich noch die Möglichkeit habe zu tanken, sollte ich das noch, bevor ich die Karte gleich verlasse. So, jetzt du siehst echt gerade fast gar nichts. Das klappt ja gerade richtig gut. Annehmen. Ach Junge. So, jetzt hat er die Rampe. Löcher aus deiner Hose. Oh, der fährt sauber diesmal auf den, auf die Rampe hinten drauf. Die Aufgabe, die gerade abgeschlossen war, das war Zucker, glaube ich, ne? Ja. Yep. Okay, nice. So, jetzt muss sie nur noch auf das Bedienen dieser dämlichen Rampe kommen. Mit Lenkrad ist das auch das Menü mit dem Steuerkreuz nach oben öffnen und am Viereck. Ja. Das Problem ist, jetzt zeigt er mir die Winde anbringen, Winde lösen. Ja, du musst unten erst in den Bereich reingehen, wo das mit der Rampe ist. Ja, da steht reparieren und das mit Steuerung der Bergungsrampe. Jetzt habe ich's. So. Nein! Jetzt ist so hoch. Ey, das ist scheiße. Wenn ich jetzt die Rampe einziehe, dann dreht die sich unter dem. Ach, das ist die falsche. Oh nee, ne? Nein. Und zwar. Ich hab den an die falsche Winde angehängt. Ja, das ist natürlich kacke. So, Winde ziehen. Jetzt noch mal hoch. Oh, jetzt muss ich wieder in das Menü reinkommen hier. Oh, ja. Nein. So, jetzt aber. Ja, jetzt kann ich ihn einzeln und der bleibt drauf. Ja, jetzt hat's geklappt. Nice. Jetzt darf ich nur nicht auf Winde lösen drücken. Ah, den kann man. Oder kann man den hinten sagen, Fracht.
Fracht Alarm? Entfernen. Musst du gucken. Glaube nicht. Nee, Fracht. Ich kann nur Fracht entfernen sagen, aber ich kann ihn nicht fest fixieren. Der schwankt echt da hinten so hin und her. Genau. Scheiße. Ja gut, okay. Das wird lustig. Der schwankt hinten auf der Ladefläche hin und her und ich kann ihn... Ja gut, wird schon irgendwie klappen. Es wird interessant. Ey, das ist kacke, ist das, wenn du ein Auto hinten verladen hast. Ja, ist nicht einfach, ne? Ja, es ist echt kacke, weil das Auto schwankt hin und her. Der müsste doch eigentlich gesichert sein hinten. Der kam mir da drin. Ja, ich. Ja, Entschuldigung. Oder muss ich die Winde lösen? Winde lösen? Ah, ja, Trax verladen. Jetzt geht's. So, jetzt steht da zwar schief drauf, aber jetzt habe ich verladen gesagt. Jetzt hat er vorn und hinten solche Bremsschuhe. Jetzt steht er zwar schief, aber er wackelt hin und her. Oh, wenn er mir jetzt runterfällt, dann habe ich ein Problem. Jetzt habe ich natürlich schön schief auf der Ladefläche stehen, aber immerhin rollt er nicht mehr zurück. Okay, man muss wirklich die Winde lösen und dann sagen, verladen. Ja, okay. Ja, haben sie da was geändert. Das ist auf jeden Fall super. Hier ist alles super. Ja, kenne ich. Lego-Movie. Ja. Fiel mir gerade so ein. Der Vorteil ist, ich müsste jetzt sogar meine Winde wieder benutzen können. Das war vorhin auch so die Überlegung bei dem anderen, den draufkriegen und ob man den dann sichern kann. Aber das hat ja nicht funktioniert. Da, wunderbar, suchen und retten hat funktioniert. Ja, meine Quest auch. Na, wer steht denn hier rum? Ich stehe nicht rum, ich habe eine Fracht abgegeben. Ja. Na, das wollte ich auch gerade machen. Ja, warte mal, ich lass mich doch jetzt raus. Das wäre super, weil ich kann nicht... Ich anders hinstellen, ich will ja nur Platz machen. Ja, nee, ich fahre ja hier raus. Ich wollte nur Platz haben. Ach so. Ich wollte ja Platz eigentlich nur machen, deswegen. Oh, das ist, der ist ja auch kacke. Hä? Tieftauchen, der steht da unten aber auch extrem bescheiden. Da kommt ja auch kein Schwein dran, ne? Musst du wahrscheinlich unten unter der Brücke am Wasser irgendwie entlangfahren, um den da rauszuholen. Hört sich an, wie du falsch gefahren bist, Zucke. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die abladen soll. Wo sehe ich das denn noch? Gucken, welche Quest du hast, normalerweise oben rechts, und dann über das Menü kannst du dann gucken, wo der Abladepunkt ist. Ja, normalerweise danke. Siehst du das auf der Karte, wenn dieser Pfeil nach unten zeigt. Oh, das ist mein Problem, das finde ich nämlich gerade. Ja, du hast Bergfluss verlassen. Ja, und hab Pedro bei freigeschaltet. Okay.